Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen heute zu GTA 5 Online. Und zwar wollte ich vorhin eine Tankstelle in die Luft jagen. Hatte aber keine Muni mehr. Also hatte schon noch Muni, meine letzte Muni. Und was habe ich gemacht? Diesen Ammunition-Typen da mit dem Kopfschuss hingerichtet. Nun ja. Konnte die Tankstelle also nicht in die Luft jagen. Aber egal, jetzt kann ich mich ja endlich ja mit Munition und mit allem, was dazugehört, eindecken. Alles, was das Herz begehrt, wird hier angeboten in diesem Waffenladen. Natürlich zum, ja, ich sag es mal ganz klar, deftigen Preis. Die Waffe, die ist natürlich mal mega nice. Also, wer die nicht hat, der verpasst was. Und zwar ist es das, wie heißt das? Wo muss ich jetzt hier hin, dass ich es bekomme? Ah ja, hier, das Präzisionsgewehr. Da könnt ihr auf jeden Fall investieren. Das ist auf jeden Fall eine gute Investition. Was haben wir hier noch? Granaten, sowieso. Pistolenmunition. Das wird reichen. Und Handgranaten, sowieso. Kann man ebenfalls immer gebrauchen. Das ist immer eine coole Sache. Und auf jeden Fall einen Blick fangen. Nee, nee, nee. Die Granate, die zünde ich noch nicht. Keine Sorge. Die zünde ich, wenn irgendwo so ein Spieler rumläuft hier im Online-Modus, dann mache ich erst einen auf Freund, hupe ein bisschen. So, gehen wir wieder raus. Ich will mal sagen, wie ich das da mache. Oh Mann. Ja, ich hupe auf jeden Fall. Sag, hey, moin, moin, alles klar, Digga, komm rein. Dann ziehe ich dieses wunderbare Gerät raus und ziehe am Sicherungsstift, also an diesem komischen Stift, und dann wird er eine kleine. Ja, dann wird er Freude haben. Da können wir so einem hinfahren, so einem Spieler, wenn alles klappt. Ich hoffe, er fährt nicht weg. Ich hoffe, er ist gerade auf dem Klo oder er frisst gerade Chips. Oder was weiß ich, was man so macht. Boah, ey, ich will dir die Granate um die Ohren hauen. Jetzt muss der wegfahren. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab mir fast gedacht hier. Joker. Typisch, alter Joker. Hast du Angst vor der Polizei oder was? Ja, Joker. Hau mal ab. Weil der heißt Joker. Na und da bringe ich halt ein paar unschuldige Leute um. Ist mir egal. Juhu! Moin, moin! Hey! Oh, fahr, 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 fahr! Ja, der YouTube Gamescom hat wieder die Lage wunderbar entschärft. Was geht denn jetzt ab, Digga? Schauen wir mal, dich mal. Oh, nice, Mann. Gangangriff oder was das ist. So ein paar Brothers verteidigen ihr Revier. Ich bin hier, glaube ich, in Carl Johnsons Zone. Da muss ich hier noch ein bisschen aufpassen. Hier ist schon eine ganz gefährliche Sache jetzt hier. Boah, jetzt haben die mich mit dem Kopfschuss auch noch hingerichtet oder was das war. Ärgerlich, Mann, ärgerlich, wirklich ärgerlich. So ist das halt. Da unten sind ein paar, ja, Obdachlose immer. Ja, das ist geil, das Ding. Na, das Ding sieht doch nice aus, oder? Ihr könnt natürlich. Also ich habe das erst nie geblickt mit der ganzen First-Person-Geschichte. Dachte immer, ich muss so rumlaufen, gell? Und wenn ich in die Ego-Perspektive wechsle, laufe ich nur so rum. Bis ich gemerkt habe, dass man sogar so rumlaufen kann. Warte. So, genau. Also man kann permanent in dieser Stellung rumlaufen. Finde ich eine richtig geile Sache. Besonders fürs Auge. Ja, das ist fürs Auge. Und wenn du in die Sniper-Position wechseln willst, machst du einmal so. Ja, no way. Genau. Oh, was ist denn das? Oh, ich schieße einfach mal hier hoch. Wird schon richtig sein, oder? Die Sniper ist eine echt geile Waffe. Besonders diese Sniper. Das ist ein anderes Sniper. Die ganz viele Schüsse auf einmal abfeuert. Ihr seht, ich mache ja mega Dauerfeuer hier. Acht Schüsse hier, wie eine MG. Und die Durchschlagskraft der Waffe. Also die ist ja wirklich phänomenal, also. Das muss ich wirklich sagen.
Und jetzt sind hier noch mehr Brothers. Die holen wir uns jetzt alle weg. Am besten natürlich mit der Sniper. Jetzt kommt noch so ein weißer Punkt auf mich zu, Alter. Das wäre ja der Hammer, Alter. Wenn der mir in die... Komm her. Alter, der Joker, der macht so, als ob ich nicht da bin. Das ist ganz schwer. Jetzt haben wir ganz viele Polizisten. Unten links seht ihr meine Lebensanzeige. Wie sieht's aus? Ich kann gerade nicht gucken. Aber ich glaube nicht gut. Da entferne ich mich einfach ein bisschen von den Leuten. Oh, Kacke. Eskalation hier. Ich muss aufhören. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4 und bis dann. Ciao.